Hi, willkommen in unserem YouTube-Channel. Ich bin der Jörg. Ich bin Florian. Wir wollen euch mit dem nächsten Video zeigen, wie leicht ihr euer Telefon selber reparieren könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte ganz wichtig, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem nächsten Video. Ja, als erstes entfernen wir das Backcover, um den Akku entnehmen zu können. So, jetzt entfernen wir alle Schrauben. Ich habe mal hier einen Schnellvorlauf gemacht. Im Grunde genommen könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Die Schrauben sind alle sichtbar. Ihr braucht allerdings hier passendes Werkzeug, aber das ist in der Regel bei den Reparatursets ja mit dabei. Ja, nachdem wir jetzt alle Schrauben gelöst haben, können wir ganz leicht den Gehäusedeckel entfernen. Und nun vorsichtig die beiden Flexkabel, die sich auf dem Motherboard oder Logic Board, wie man so schön sagt, bei Handys befinden, entfernen. Und jetzt könnt ihr schon das Logic Board rausnehmen und an die Seite legen. Nun noch den Lautsprecher rausnehmen. Und jetzt müssen wir den Kleber lösen. Dazu lege ich jetzt das Telefon auf die Heizplatte, die ich habe. Ihr könnt aber dafür aber auch einen ganz normalen Haushaltsföhn nehmen. Meine empfohlene Temperatur liegt hier so bei 60 Grad, die bitte nicht überschreiten. Und wie ihr seht, ist jetzt ganz leicht das LCD vom Gehäuse lösbar. Dadurch, dass wir es erwärmt haben, hat sich der Kleber schön gelöst. Bitte das LCD schön an die Seite legen, am besten mit dem Tuch abdecken, damit kein Staub dran kommt. Jetzt legen wir den Rahmen mit dem Glas nochmal auf die Heizplatte, um auch das Glas vom Rahmen zu entfernen. Wie ihr seht, geht das ganz gut. Sollte das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwerer gehen, dann einfach nochmal erhitzen. Der Kleber lässt sich halt besonders gut unter Hitze lösen. Bitte da jetzt an der Stelle unten immer aufpassen, da sehr vorsichtig mit dem Messer oder ähnliches drunter gehen, denn dort ist die Sensorik für die Fingertasten, die ja über das Glas erreichbar sind. Und die wollen wir natürlich nicht beschädigen. Das sehen wir nachher aber noch mal ein bisschen besser, wenn wir das Glas entfernt haben. Und im unteren, empfindlichen Teil, da ging das Glas auch ein bisschen schwerer ab hier. Deswegen habe ich es nochmal auf die Heizplatte gelegt, um das leichter lösen zu können. Und jetzt, wie gesagt, sehr vorsichtig am unteren Teil entfernen und die restlichen Glassplitter vom gesamten Rahmen entfernen. Auch hier habe ich ein bisschen Schnellvorlauf gemacht, damit ihr sehen könnt, wie ich es gemacht habe.
ja, bitte sehr sorgfältig vorgehen, alle Klebereste ordentlich entfernen. Das ist unbedingt erforderlich, dass es sehr sauber ist, damit wir das neue Glas auch ordentlich wieder aufkleben können. Nachdem ich den Kleber entfernt habe, gehe ich jetzt hier nochmal mit einem Prime Remover drüber. Das ist ein Klebelösungsmittel, mit dem ich auch die restlichen Kleberückstände entfernen kann. Bitte hier aufpassen, der ist sehr aggressiv. Am besten nicht so viel am Plastikrahmen arbeiten. Ich habe also hauptsächlich jetzt hier diesen Alurahmen gereinigt. Und danach reinige ich nochmal alles mit einem Alkoholpad. Das ist im Grunde genommen, um dann wiederum diesen Kleberentferner zu entfernen, sozusagen. Ja, jetzt nehmen wir schon den neuen Kleber. Ich habe hier so eine schöne fertige Schablone, die man wunderbar nutzen kann. Müsst ihr mal schauen, die sind auch in der Regel bei den Reparatursets mit dabei. Der Vorteil ist, alles ist schon richtig ausgestanzt. Solltet ihr die nicht parat haben, könnt ihr aber auch einfache doppelseitiges Klebeband von 3M benutzen, wie man das auch so für Handyreparaturen immer ganz gut kaufen kann. Nachdem wir das Innenteil, ist ja überflüssig, entfernt haben, entferne ich hier jetzt an der Stelle die zweite Schutzfolie von dem Klebeband. Und wie ihr seht, war ich an der Stelle nicht ganz richtig in der Ecke. Dies bitte versuchen immer zu korrigieren, damit dann das Glas auch wirklich ordentlich sitzt. Solange ihr das Glas noch nicht drauf habt, geht es auch ganz gut, wie ihr seht, kann man ganz gut arbeiten. Hier entferne ich jetzt auch nochmal überflüssige Kleber, denn da ist ja der Bereich, wo die Leuchttasten sozusagen durchleuchten, und da brauchen wir ja auch keinen Kleber. Einfach schön konsequent alles schön sauber machen, wieder und entfernen, und dann läuft das schon. Ja, nachdem ich alle Schutzfolien vom Kleber entfernt habe, können wir jetzt die Scheibe einbringen. Bitte hier auf das Leckkabel aufpassen, das sehr sorgfältig einführen, damit es nicht zusätzlich knickt. Die sind immer sehr empfindlich, da also besonders gut aufpassen. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, könnt ihr hier die Scheibe sehr bequem eindrücken. Und dann sieht das wieder aus wie vorher. Zusätzlich habe ich jetzt hier das Glas wieder auf meine Heizplatte gelegt, damit der Kleber schön haftet. Ja, jetzt noch die Schutzfolien vom Glas entfernen. Da befindet sich in der Regel innen und außen jeweils eine Schutzfolie. Die sind meistens aber mit Streifen oder irgendwelchen Markierungen gekennzeichnet. Und dann geht es schon wieder ans Zusammenbauen. Ja, jetzt könnt ihr das zur Seite gelegte LCD wieder eindrücken. Bitte darauf achten, dass kein Staub drauf ist. Ich hatte es ja abgedeckt, da passiert dann in der Regel nichts.
Ich lege es jetzt auch hier zusätzlich nochmal auf meine Heizplatte. Wie gesagt, das könnt ihr auch mit einem Föhn machen, um den Kleber hier auch nochmal ein bisschen anzuwärmen, damit er ordentlich haftet. Ja, jetzt bauen wir in der umgekehrten Reihenfolge das Telefon wieder zusammen. Erst den Ohrenlautsprecher einsetzen, dann das Logic Board einsetzen, schauen, dass alles ordentlich sitzt. Dann die Flexkabel wieder anstecken. Am besten immer darauf achten, dass ihr ein hörbares Klickgeräusch hört, dann seid ihr sicher, dass auch das Kabel richtig gut steckt. Ja, Deckel drauf und wieder zusammenschrauben. SIM und Speicherkarte wieder rein. Akku rein und zu guter Letzt den Deckel drauf. Ja, jetzt einfach Telefon wieder anschalten, schauen, ob alles funktioniert. Solltet ihr an der Stelle das gleiche Bild haben wie wir, habt ihr alles richtig gemacht. Viel Spaß mit eurem reparierten Handy.